Karin hat sie zuerst entdeckt und der Hubschrauber startet sofort. Eine kleine Herde Mustangs, etwa 5 Kilometer entfernt. Karin steuert den Piloten über Funk, bis auch der die Wildpferde gesehen hat und vor sich hertreibt. Die Männer bauen schnell einen Sichtschutz für unsere Kamera. Es bleiben nur noch wenige Minuten. Rocket, das Lockpferd, wird schon einmal an den Eingang der Falle gebracht. Greg, der Chef der Pferdefänger, ist zufrieden heute, auch mit dem Wetter. Der Schnee ist gut für uns, so finden wir die Pferdespuren leichter. Der Hubschrauberpilot treibt die kleine Herde geschickt auf den Eingang der Falle zu, wo Lockpferd Rocket seinen wilden Artgenossen voran in den Korall galoppiert. Der scheinbare Fluchtweg führt sie geradewegs in die Falle. Diese Mustangs, Wildpferde aus den Hochtälern Nevadas, haben noch nie einen Menschen so nah an sich herankommen lassen. Sie sind völlig erschöpft. Ein Pferd ist kurz vor der Falle aus der Herde ausgebrochen. Der Einzelgänger muss jetzt von Cowboys mit dem Lasso eingefangen werden. Die Männer lassen möglichst kein Wildpferd entkommen, denn bezahlt wird ihre Firma pro Tier. Es ist ein harter Job. Da vorne haben sie eins gefangen und gefesselt und da noch eins. Die binden einfach ein Vorder- und ein Hinterbein zusammen. Die Cowboys ziehen die gefesselten Wildpferde dann über eine Holzplanke in Transporter. Doch filmen sollen wir das offenbar nicht. Sie nutzen ihre Reitpferde als Sichtschutz. Zu viele Proteste von Tierschützern. Dabei wird die Arbeit der Pferdefänger ständig von staatlichen Beamten überwacht. Um die Fangquoten zu kontrollieren, aber auch um Grausamkeiten zu verhindern. 1200 Mustangs haben sie hier gezählt, 950 davon sollen eingefangen werden. Wir rechnen im Schnitt mit 30 Tieren pro Tag. Nach einem Monat haben wir also 900 zusammen. Und im Augenblick geht es sogar noch schneller. Sie bekommen immer wieder Beschwerden von Tierschützern, meint Ben. Warum aber sind die gegen das Einfangen? Wildpferde sind einfach ein sehr emotionales Thema, erklärt Chris. Unsere Behörde muss seit vielen Jahren schon die Interessen der Naturschützer und die der Viehzüchter unter einen Hut bringen. Für viele ist das schwer zu verstehen. Die Mustangs polarisieren die Menschen im Westen. Logisch erscheint das nicht. Überzähliges Wild wird doch sogar getötet, um die Bestände zu kontrollieren. Ja, meint Chris, aber das hier sind Mustangs. Die sind für viele Menschen etwas Besonderes. Sie waren früher einmal Haustiere. Viele wurden von den Militärs einfach zurückgelassen, so um 1860, 70. Und die Rancher haben sich oft Mustangs aus den freilaufenden Herden gefangen. Wildpferde sind einfach ein Mythos hier im Westen. Das Problem, ihre natürlichen Feinde, Wölfe, Bären, Pumas, wurden von Jägern stark dezimiert. Dazu kommt, die Tiere sind zäh. Trotz bitterer Kälte im Winter und extremer Hitze im Sommer vermehren sich die Mustangs hier in den Hochwüsten Nevadas schnell. Die Herden wachsen um 20% pro Jahr. Und so machen die Wildpferde, wenn sie nicht eingefangen werden, den Rindern der Rancher hier Konkurrenz ums Weideland. 950 Pferde müssen Gregs Cowboys allein in dieser Region fangen, um den Bestand hier auf ein Viertel seiner Größe zu reduzieren. Dann ziehen sie weiter. Sie arbeiten fast das ganze Jahr hindurch in vielen Bundesstaaten des amerikanischen Westens. Ich denke über das Ganze etwas anders als die meisten Menschen, meint dann überraschend Greg, der Leiter des Familienbetriebes.
Ich finde, die Behörden sollten das Recht haben, sie zu schlachten, so wie wir sie über viele Generationen hinweg getötet haben. Sie könnten ja die Besseren behalten, um sie an Pferdefreunde abzugeben, aber die meisten sollten getötet werden. Die amerikanische Bevölkerung sollte das realistischer sehen, statt weiter in dieser Märchenwelt zu leben. Doch der Druck der Tierschützer hat die Behörden in den USA gezwungen, alle Schlachthöfe für Mustangs zu schließen. Am nächsten Morgen macht sich Rick, der Pilot, wieder fertig. Wir wollen wissen, wie gefährlich sein Job eigentlich ist. Nun, die größte Gefahr ist sicher, dass ich den ganzen Tag lang so niedrig fliege. Da gibt es keinen Spielraum für Irrtümer. Den zweiten Hubschrauber nutzt Rick, der auch sein eigener Mechaniker ist, als Reserve bei Reparaturen und Wartung. Rick war früher Rettungsflieger in den Bergen. Er kennt sein Geschäft. Es ist ganz schön frustrierend, erklärt Rick, wenn man eine große Herde findet und die sich dann in einzelne Tiere aufteilt. Und kaum hat er es gesagt, jagt er auch schon einen besonders geschickten schwarzen Hengst, der ihm immer wieder entkommt. Fast 10 Minuten muss Rick treiben, bis er das Pferd nahe genug an die Cowboys herangebracht hat. Nass geschwitzt und völlig erschöpft, bis zuletzt kämpft der schwarze Hengst um seine Freiheit, vergeblich. Greg hält uns vermutlich für typische Städter und Wildwestromantiker, bleibt aber höflich. Ja, das ist schon ein zähes Pferd. Gibt es da draußen also doch wertvolle Mustangs, bohren wir? Ja, gute und zähe, und der da war sicher gut für euren Film. Der schwarze Hengst ist wirklich ein Prachtexemplar. Und es stimmt uns etwas melancholisch, sein letztes Aufbäumen auf dem Weg in die Gefangenschaft mitzuverfolgen. Dämmerung setzt ein, der schwarze Hengst ist eines der letzten Pferde heute, die zum Sammelpunkt der Pferdefänger gefahren werden. Wenn er Glück hat, wird er auf einer der riesigen Weiden der Landschaftsbehörde sein Gnadenbrot bekommen. Doch da stehen bereits Zehntausende seiner Artgenossen, jeder zweite amerikanische Mustang lebt inzwischen in Gefangenschaft. Das aber kostet die Behörde immense Summen. Und so wurden vor 2 Jahren erstmals Pläne bekannt, Tausende der Tiere einzuschläfern. Am nächsten Morgen werden die Pferde für den Abtransport in große Sammellager sortiert, nach Alter und Geschlecht. Wenn du Hengste und Stuten zusammen verlädst, erklärt Ben, dann werden sie miteinander kämpfen und darum trennen wir sie. Hengste alleine kämpfen nicht, Stuten auch nicht. Diese Pferde werden wir nie mehr wiedersehen, aber das Schicksal der amerikanischen Mustangs lässt uns von nun an nicht mehr los. Ein Schild am Straßenrand soll Pferdefreunde anlocken. Es ist Hochsommer, die Hitze lässt Hunderte von Mustangs in den Korälen der Landschaftsbehörde müde vor sich hin dämmern. Diese Tiere können von Liebhabern adoptiert werden. Doch die Angestellten warten seit Stunden vergeblich auf Interessenten. Die wenigen Besucher, die sich die Pferde zeigen lassen, sind neugierige Touristen, die vom Schild unten an der Straße angelockt wurden. Nur $125 Adoptionsgebühr würde es kosten, einen Mustang mit nach Hause zu nehmen, ein gesundes Tier mit allen Impfungen. Doch die Wirtschaftskrise hat das Adoptionsprogramm der Behörde schwer getroffen. Immer weniger Pferdefreunde können es sich leisten, ein Wildpferd zu unterhalten. If
bedroom? Naja, wenn ich Platz dafür hätte. Und die brauchen ja auch viel Futter. Ist das denn so teuer? Naja, schon, wenn du sie impfen musst, zum Beispiel gegen Viruskrankheiten, all das kostet schon. Die Konjunktur ist so stark eingebrochen, erklärt dieser Mitarbeiter, die Leute brauchen ihr Geld jetzt für andere Dinge. Die Adoptionsgebühr beträgt zwar nur noch $125, aber die Leute kriegen heutzutage eine dreijährige Stute schon für $25. Aber der Kauf ist nicht mal das Problem. Später, wenn man Heu kaufen muss, den Tierarzt bezahlen, den Hufschmied, wenn man einen Stall bauen muss, das sind die Sachen, die es teuer machen. Bis mittags ist nicht ein ernsthafter Interessent aufgetaucht. Und dann kommt es noch schlimmer. Eine Familie bringt ihr adoptiertes Wildpferd sogar zurück. Sie haben sich angemeldet. Die haben schon am Telefon erklärt, die Heupreise sind zu hoch für uns. Können wir das Pferd zurückbringen? Es ist ein schöner Schecken, ein sogenanntes Paint Horse. Ich musste das alles doch von meinem Privatgeld bezahlen und jetzt kann ich es mir eben nicht mehr leisten. Aber ich bin sicher, er kriegt ein gutes, neues Zuhause. Der Heimkehrer muss sich nun seinen Platz in der Herde neu erkämpfen. Trauer bei der Familie, ein erneuter Rückschlag für die Landschaftsbehörde. Sie weiß schon längst nicht mehr, wohin mit den vielen Mustangs. Doch dann hören wir von einer neuen Idee der Beamten. 200 erfahrene Cowboys sollen das Adoptionsprogramm wiederbeleben. Ein Wettkampf der erfahrensten Zureiter des Landes soll zeigen, dass aus den Wildpferden gute Reitpferde werden können. Und Tom ist einer derer, die sich gemeldet haben. Tom will einen Mustang zureiten, um ihn damit vor einem schlimmeren Schicksal zu bewahren, dem Tod durch die Spritze. Ich denke, kein Pferd sollte einfach so geschlachtet werden. Damals in den 40er Jahren, da gingen die Cowboys raus und die bekamen $2 für das Ohr eines getöteten Mustangs. Das ist falsch. Palomino Valley, Nevada. Hier kann Tom sein Wildpferd abholen. Eines von insgesamt 200, die die Landschaftsbehörde für diesen Wettstreit der Cowboys und Pferdeflüsterer ausgesucht hat. Keine Schimmel, keine Rappen. Möglichst ähnlich sollen die Tiere aussehen, damit keiner der Teilnehmer später die Jury mit Äußerlichkeiten beeindrucken kann. Nach dem Zufallsprinzip werden die Pferde in eine Verladebox getrieben. Der ist kleiner als der vom letzten Jahr. Tom macht zum zweiten Mal mit. Die Mustangs faszinieren ihn. Also für mich ist ein Mustang so etwas wie ein unbeschriebenes Blatt. Völlig sauber. Tom nimmt noch ein zweites Pferd mit, einen Jährling. Den kann er zwar nicht reiten, aber handzahm machen für einen anderen Wettbewerb. Das Abenteuer beginnt. Er ist ein kleines Pferd, das ist kompakter, das ist wie beim Menschen. Dann kann man es besser trainieren und es sieht am Ende auch besser aus. Und hat auch eine schöne Mähne. Das ist schon okay. Also jetzt genau in 100 Tagen? Ja, 100 Tage. Ich hole jetzt die Papiere. Nur 100 Tage haben die Wettbewerber Zeit, um aus diesen Wildpferden gute Reitpferde zu machen. Viel Erfahrung gehört dazu und eine Portion Glück bei der Zuteilung.
Ich hoffe auf ein ruhiges Pferd, meint Anessa, eines, das nicht so aufgedreht und nervös ist. Aber es ist zu früh für ein Urteil, bis du das Pferd zu Hause hast und mit ihm arbeitest. Gefällt dir denn eines von denen hier? Naja, ich würde sagen, dieser Fuchs da mit der hellen Mähne, da vorne ist er, den würde ich nehmen, wenn ich mir einen aussuchen dürfte. Okay, that one. That one right there. I would say if I had to pick from the group, that's the one I would take. Why? Warum den? He's calm. Der ist so ruhig. Die ganze Herde wirkt nervös, aber er nicht. Er scheint sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Jetzt sieht er zum Cowboy rüber. He's looking at the cowboy now. Okay. Auch für Anessa ist der Wettbewerb eine Herausforderung, kein Geschäft. Hunderte von Stunden wird sie mit dem Mustang arbeiten müssen. Und falls sie nach über 3 Monaten tatsächlich einen der ersten Plätze belegt, bekommt sie nur ein paar tausend Dollar Siegesprämie. Doch wenn sie es schafft, dann würde sie in der Zureiterszene schlagartig bekannt werden. Was ist Ihr erster Eindruck? Sehr gut. Er ist groß. Und wie sie ihn nennen wird? What am I gonna call him? Barcelona. Und wann wird sie zum ersten Mal aufsitzen? Ich will ihn morgen Abend soweit haben. Tom muss einen ganzen Stapel Papiere unterschreiben. Die Beamten hier kennen ihn. Er nimmt zum zweiten Mal am Wettbewerb teil. Im vergangenen Jahr war er unter den Besten. Leisten kann er sich diesen gefährlichen Job eigentlich nicht. Er verdient wenig Geld als Zureiter und Hufschmied und eine Verletzung würde seine Existenz gefährden. Aber der Wettbewerb bringt einmal im Jahr ein wenig Abenteuer in sein Leben und Tom liebt einfach diese Mustangs. Wir beschließen, Tom und seine Mustangs nach Hause zu begleiten. Dieser Wettbewerb zeigt den Leuten, dass auch Mustangs trainiert werden können, dass sie gute Pferde werden, dass sie nützlich sind. Tom reitet seit 43 Jahren für Kunden Pferde zu. Das ist sein Beruf. Er hat eine kleine, staubige Ranch in Winnemucca, einem verlassenen Flecken im Norden Nevadas. Und jetzt hat er genau 100 Tage Zeit. Viele Zureiter machen einen großen Fehler, erklärt Tom. Sie bringen die Mustangs nach Hause und dann sind sie müde und sagen, okay, morgen fange ich an. Und dann sind schnell ein paar Tage rum und sie haben immer noch nichts gemacht. Und das Pferd denkt dann, das hier ist mein Revier, hier bin ich sicher, hier will ich dich nicht haben. Tom ist auch müde und er hätte eigentlich genug anderes zu tun, aber sein Mustang soll sofort merken, wer hier das Sagen hat. Ich bin jetzt das Leitpferd und ein neues Pferd will in die Herde kommen. Also treibst du es weg. Und zwar so lange, bis der Neue beschließt, sich den Regeln zu beugen. Er wird darum betteln, in meine Welt kommen zu dürfen. Nur in einer Herde ist ein Wildpferd sicher. Alleine wird es schnell ein Opfer von Raubtieren. Diesen Überlebensinstinkt versucht Tom auszunutzen. Viele Pferde würden jetzt versuchen, über den Zaun zu springen. Er macht das nicht, ein gutes Zeichen. Er denkt stattdessen nach, er versucht, meine Gedanken zu verstehen. Er beobachtet mich. Er antwortet jetzt auf meine Fragen. Er fängt an zu denken und das ist ein guter Moment, um aufzuhören. Nach 2 Stunden voller Anspannung ist das Pferd völlig erschöpft. Tom scheint sein anstrengender Job dagegen wenig auszumachen. Wenn du keinen Grips hast, dann musst du eben deinen Hintern einsetzen, scherzt er. Und wie lange kann er das noch machen? Er ist doch schon 57. Na, solange ich in Form bleibe, kann ich es machen. Vielleicht noch 20 Jahre? Hoffentlich. Am liebsten würde ich es machen, bis ich 90 bin. Wir treffen 2 andere Teilnehmer des Wettbewerbs, Robert und seine Freundin Madeleine.
Robert wird sich zum ersten Mal an einem Mustang versuchen. Sie haben ihrem Wildpferd schon einen Namen gegeben, Artista. Er ist seit einer Woche bei ihnen. Auch wenn es noch ziemlich wild für uns aussieht, Robert und Madeleine sind mit den ersten Tagen völlig zufrieden. Robert ist eigentlich schon recht weit gekommen in dieser kurzen Zeit. Er kommt morgens als erster her und arbeitet 2 Stunden mit Artista, dann mit den anderen Pferden. Mittags kommt er nochmal und abends, bevor er ins Bett geht, ist er wieder hier. Obwohl Robert seit Jahren Pferde zureitet, die Arbeit mit diesem Mustang ist eine völlig neue Herausforderung. Die alte Satteldecke auf dem Boden macht dem Wildpferd Angst. Der muss lernen, dass er nicht davonlaufen kann. Statt Pferde, so wie es früher üblich war, mit brachialer Gewalt zu brechen, wollen Robert und Madeleine Vertrauen zu ihrem Wildpferd aufbauen. Das aber bedeutet, Robert muss verstehen, was in Artistas Kopf vorgeht. Er hat Angst, er will weglaufen. Aber er versucht nicht, mich zu treten oder sowas. Er hat mich nicht beißen wollen, nichts davon. Er will nur weg von der Situation. Und das kann ich ihm nicht vorwerfen. Diese Satteldecke da, naja, das ist für ihn furchterregend. Es könnte sein Leben beenden, ihn auffressen. Er weiß es eben nicht besser. Wir wollen wissen, was aus Anessa geworden ist, einer der wenigen weiblichen Teilnehmerinnen am Wettbewerb. Anessa hat eine kleine Firma und reitet Pferde nur als Hobby zu. An ein Wildpferd hat sie sich noch nie gewagt. Was ihr an praktischer Erfahrung mangelt, versucht sie, durch die Bücher bekannter Pferdeflüsterer auszugleichen. Auch für sie sind die brutalen Methoden, mit denen Cowboys früher Pferde brachen, völlig überholt. Das gibt's gar nicht mehr, oder? Nein. Warum? Das wirkte doch sehr effizient. Aber dabei wurden Leute verletzt, sonst gäbe es das immer noch. Also wenn mein Pferd da anfängt, verrückt zu spielen, bin ich sofort raus aus dem Korral. Ich würde wegrennen. Darum ist mein Korral ja auch offen, damit ich da immer raus kann, wenn das Pferd durchdreht. Anders als beim Abholen ihres Mustangs versprochen, sitzt Anessa doch noch nicht auf ihrem Pferd. Eines ihrer Reitpferde hat Anessa gleich neben dem Korral angebunden. Das beruhigt den Mustang, meint sie. Und immerhin, den Sattel akzeptiert das Wildpferd inzwischen. Es wäre sogar ein Erfolg für ein nicht wildes Pferd, den Sattel so schnell draufzukriegen. Anessa gibt sich selbstbewusst, während Freunde das Abenteuer beobachten. Nein, ich bin nicht optimistisch, nein. Ich weiß einfach, was ich mit diesen Tieren alles machen kann. Auch Anessa träumt davon, beim großen Finale im texanischen Fort Worth einen der ersten Plätze zu belegen. Dann wäre sie schlagartig ein Name in der Zureiterszene und könnte mit Pferden ihren Lebensunterhalt verdienen. Will sie selbst zum ersten Mal aufsitzen? Nein. Warum nicht? Das ist zu gefährlich. Ich kann mir nicht leisten, verletzt zu werden. Wenn es soweit ist, will sie einen erfahrenen Freund bitten, sich zum ersten Mal auf den Rücken des Mustangs zu setzen. Bis dahin aber wird es noch ein paar Tage dauern, meint Anessa. Tom nimmt uns mit zu einem Ausritt. Sein Mustang ist noch nicht so weit, aber er will uns zeigen, wo er normalerweise seine Pferde trainiert.
Tom hält nichts davon, Pferde zu lange im kleinen Korral seiner Ranch zu trainieren. Immerhin sollen sie später als Arbeitstiere Ranchern helfen, hier draußen im Gelände Rinder zusammenzutreiben. Und da haben Mustangs ihren in der Gefangenschaft geborenen Artgenossen gegenüber enorme Vorteile, glaubt Tom. Ja, ich vertraue ihnen draußen im schwierigen Gelände mehr. Sie kommen da einfach besser zurecht. Sie können besser auf sich selbst aufpassen. Wenn du dagegen so ein Stallpferd ins Gelände bringst, dann ist es schnell überfordert und fällt. Der Mustang dagegen kennt seine Grenzen. Der weiß, wann er eine Atempause braucht. Und dann zeigt Tom, wie er seine in Gefangenschaft geborenen Pferde für schwieriges Gelände trainieren muss. Ein Mustang macht das automatisch, der muss da nicht viel lernen. Tom ist auf dem Pferderücken groß geworden. Was Anessa in Büchern liest, hat Tom schon als kleiner Junge von seinem Vater gelernt und von den Pferden selbst. Umso mehr sind wir überrascht, dass Tom auch nach 2 Wochen noch nicht auf seinem Mustang sitzt. Sein Wildpferd ist extrem scheu. Trotz der Angriffe bleibt Tom erstaunlich ruhig. Er soll seine Hüfte von mir wegdrehen und nicht zu mir. Er hat jetzt angefangen, mich zu schlagen, und ich muss ihm klar machen, dass ich das nicht mag. Ist Toms Frau nicht besorgt? Nein, meint Karin, Tom kann auf sich aufpassen. Er macht das doch schon so lange. Ich habe Pferde schon ganz nah vor seinem Kopf steigen sehen und nach ihm schlagen. Er scheint so einen 7. Sinn zu haben. Aber er ist schon getreten worden, oh ja. Wenn ihr jetzt nicht hier wäret, dann würde ich die ganze Zeit hier stehen müssen. Ich könnte dann notfalls den Rettungswagen rufen. Gefährlicher ist die Hitze, meint Karin. Wenn ich Tom kein Wasser bringe, vergisst er oft genug zu trinken. Eine Windhose kommt immer näher, aber Tom ist völlig versunken. 3 bis 4 Stunden pro Tag arbeitet er jetzt mit dem Pferd. Er ist wie besessen. Dennoch wird es viele weitere Wochen dauern, bis Tom seinen schreckhaften Mustang überhaupt anfassen kann. Zurück bei Robert, der morgendliche Besuch im Stall. Auch er hat zu wenig Zeit für die anderen Pferde seiner Kunden, weil er sich so auf Artista, seinen Mustang, konzentriert. Nachdem zunächst alles so gut klappte, hat Artistas Angst vor einer einfachen Satteldecke Robert um Tage zurückgeworfen. Der Cowboy wird zum Pferdepsychologen. Sometimes horses are like that, you know, like. Manchmal sind Pferde ebenso. Er riecht die Satteldecke und die riecht nach Pferd, aber auch nach Wolle. Und Artista denkt sich, das ist ein Pferd, aber auch wieder nicht. Vielleicht ist es Teil eines toten Pferdes. Naja, und so ist er eben sauer geworden und jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen mit diesem Vertrauensthema. Er denkt wahrscheinlich, hey, ich dachte, wir seien Freunde. Was ist denn das hier? You know, he's like, hey, I thought we were friends and, you know, what's going on here? Es ist ein langer Weg vom Mustang bis zum Reitpferd. Während Anessa schon nach 10 Tagen auf ihrem Wildpferd sitzt, hat der viel erfahrenere Tom eine wirkliche Geduldsprobe vor sich. Nach 6 Wochen kann er Hufe hochheben, aber noch immer nicht aufsitzen. Hundert Tage,
viele hundert Stunden und endlose Geduld. Die Verwandlung vom Mustang zum Reitpferd hat auch die Menschen verändert. Ich habe viel über mich selbst gelernt, sagt Robert uns beim letzten Besuch. Und dann ist es soweit. Fort Worth bei Dallas, Texas, das Finale. 200 Cowboys mit ihren Familien sind zusammengekommen. Viele von ihnen, wie Madeleine und Robert, waren mehrere Tage unterwegs. Wir haben schnell den Stall noch etwas dekoriert. Er heißt doch Artista, also musste etwas Kunst rein. Doch Artista ist vor allem eines, müde. Er war sehr gestresst auf dieser Reise. 2000 Meilen im Anhänger, also 3,5 Tage. Wir haben nur alle 8 bis 9 Stunden einmal angehalten. Generalprobe. Auch ein verlegener Robert muss den musikalischen Einmarsch in die Arena mitmachen. Das Ganze soll schließlich eine Riesenshow werden, um für die Mustangs zu werben. Am nächsten Morgen bekommen die Reiter ihre Aufgaben. Jeder muss einen Pflichtteil absolvieren, erklärt die Turnierleiterin. Wer das geschafft hat, kann eine Kür dranhängen. Der Wettbewerb soll zeigen, was Mustangs leisten können. Anessa wirkt ein bisschen ratlos. Die machen das wirklich ziemlich anspruchsvoll für nur 100 Tage Training. Der Wettbewerb schafft einen Wert für diese Pferde. In der Pferdeszene kann man ja viel erzählen, aber etwas konkret vorzuführen, das ist viel besser. Und so demonstrieren wir hier, welch großes Trainingspotenzial diese Pferde haben, welch tollen Charakter. Ihre Verbindung mit dem Reiter, das wird in der Arena viel deutlicher werden, als man das je erklären könnte. Der Tag der Entscheidung. Im Wohnmobil von Robert und Madeleine wird ein letztes Mal der Parcours eingeübt. Aufgeregt? Nein, ich bin nur müde. Aber ich werde nervös sein, das ist klar. We stayed up pretty late practicing. Yeah, we trot, trot, come in the gate, trot, 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 trot. Right 2 turns. Mm-hmm. All the way into the chute. Boom. Back, back, back. Like this. Robert will auf Artista mit Pistolen schießen. Das soll einer seiner Höhepunkte werden. Es ist genau 100 Tage her, dass sie hier zum ersten Mal ihre Mustangs sahen. Jetzt müssen sie zeigen, was sie aus ihnen gemacht haben. Go, go, go. Hurry, hurry. Cowboys als Eintänzer, keine leichte Übung für die meisten hier, aber alle wollen, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird, auch Tom. Noch immer gibt es keine Entwarnung für Tausende von Mustangs, die eingeschläfert werden, wenn die Landschaftsbehörde kein neues Geld auftreibt. Robert ist einer der ersten Reiter. Jeder hat etwa 5 Minuten in der Halle. Ich muss meine Nerven kontrollieren, meint ein sichtlich nervöser Robert. Ich muss mich entspannen. Und dann trauen wir unseren Augen kaum. In nur wenigen Wochen nach unserem letzten Besuch hat Robert aus Artista ein ruhiges Reitpferd gemacht, das seinem Reiter offenbar auch in brenzligen Situationen vertraut. Der Schlussgag mit den Pistolen beeindruckt das Publikum. Roberts Ritt war ein voller Erfolg. Ob es für einen der ersten Plätze reichen wird und damit für einen Geldpreis, ist fraglich. Aber Madeleine und Robert sind zufrieden.
Ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Er ist einmal falsch abgebogen und ich habe gedacht, oh man, pass auf. Ja, ich dachte, ich hätte mehr Zeit für die Kühe. Das ging alles so schnell. Auch Anessa ist ziemlich nervös. Ich könnte jetzt wirklich ein kaltes Bier vertragen. Macht mich ruhig noch nervöser. Anessa war schon vor ihrem Auftritt wütend. Sie darf ihre besonderen Zügel nicht verwenden, die den Kopf des Pferdes tief halten. Und dann geht tatsächlich vieles schief. Die so siegessichere Anessa legt einen der schlechteren Ritte hin, finden dann auch die Richter. Oh, it was horrible. Es war einfach furchtbar. Yeah, das war überhaupt nicht gut. Er ist einfach noch nicht so weit. So, he's just not ready for it. Doch Journalisten und Publikum sind beeindruckt von den meisten Pferden. Wir sind selber Pferdefans und haben Pferde im Wettbewerb. Wir wollten einfach mal sehen, was die anderen zu Wege bringen. Ein paar sind sogar besser als unsere, die wir schon Jahre reiten. Es wäre einfach falsch, die Mustangs einzuschläfern, meint dieser Pferdefreund. Das wird nicht passieren. Dazu gibt es zu viele Leute, die die Pferde lieben. Nein, das darf nicht passieren. Und wenn ich sie alle kaufen müsste, ich würde das tun. Die sind doch so toll. Tom, 57 Jahre, seit 43 Jahren Pferdetrainer. Tom wird als der erfahrene Profi vorgestellt, der er tatsächlich ist. Doch schnell merken alle, dass Toms Mustang ein Problem hat. Die Zuschauer wissen nicht, dass Tom erst seit 2 Wochen auf dem Rücken dieses Pferdes sitzt. Er hat schlichtweg bei der Verlosung Pech gehabt und ein besonders ängstliches Pferd erwischt. Ich bin wirklich stolz auf ihn, meint Karin. Trotzdem, Tom hat es richtig gut gemacht für dieses Pferd. Ein toller Job. Auch der ruhige, wortkarge Tom scheint zufrieden. Er hat schon hunderte Pferde eingeritten und weiß, was möglich ist. Für mich hat dieses Pferd eine enorme Entwicklung durchgemacht. Von einem Mustang mit Todesangst zu einem Reitpferd, das seine Aufgaben erfüllt, das jetzt ruhig hier steht. Also für mich ist das ein Erfolg. Vielleicht haben wir keinen Preis, aber hier, da habe ich gewonnen. Ein Mustang mit vielen Pferdestärken leitet dann das Finale ein, die Kür der Bestplatzierten. Vanessa kann ihre Enttäuschung nicht wirklich verbergen. Ihre damalige Siegesgewissheit wirkt angesichts der Darbietungen ihrer Konkurrenten jetzt eher merkwürdig. Aber Tom scheint die Show zu genießen. Ja, mir gefällt. Das sind gute Pferde. Nein, ich bin nicht enttäuscht, meint Robert, eher froh, gegen diese Jungs so weit gekommen zu sein. Das ist schon ein Kompliment für ihn. Einige Reiter präsentieren nach nur 100 Tagen Training zirkusreife Pferde. Ein 6-Jähriger reitet ein Wildpferd. Die Veranstaltung hat allen gezeigt, was aus diesen Mustangs gemacht werden kann, wenn sie richtig trainiert werden. Robert aber wirkt bedrückt, merken wir, denn Artista wird jetzt versteigert. Yeah, I'm a little sad.
Ja, ich bin etwas traurig, geht Robert zu. Ich hoffe nur, wer immer ihn kriegt, gibt ihm ein gutes Zuhause. Meine Großmutter überlegt jetzt, ihn vielleicht für mich zu kaufen. Das wäre toll. Nach dem Wettbewerb werden Artista und die anderen Mustangs versteigert. So steht es im Vertrag, den alle Zureiter unterschreiben mussten. Ein schwieriger Abschied steht bevor, nach so vielen gemeinsamen Stunden. Die Versteigerung der 200 zugerittenen Mustangs soll Geld in die leeren Kassen der Landschaftsbehörde bringen. Die Trainer bekommen dann einen kleinen Anteil davon. Aber Madeleine und Robert merken schnell, dass die Käufer heute extrem zurückhaltend sind. Trotz allen Jubels über die Mustangs, die Wirtschaftskrise lässt überall das Geld knapp werden. Selbst die besten Pferde gehen für kleine Summen weg. Ich glaub's nicht, zweiter Preis und erzielt nur $3,500. Als Tom sein Pferd vorstellt, ist es noch schlimmer. Selbst den Mindestpreis will niemand bieten. Alle haben gesehen, dass Toms Mustang kaum geritten wurde. Das lässt die Käufer zurückschrecken. Selbst als die Veranstalter die ohnehin niedrige Adoptionsgebühr erlassen, meldet sich niemand. Tom schaltet sich ein. Ich kann dieses Pferd erst seit 2 Wochen reiten. 4 Tage davon stand er im Anhänger. Also ich finde, dafür macht er es extrem gut. Doch auch das überzeugt niemanden. Und Toms Pferd ist kein Einzelfall. Die gesamte Auktion wird für die Landschaftsbehörde ein Desaster. Kaum jemand hier kann seine Enttäuschung verbergen. Auch Tom nicht. So ist es eben. Ich hätte ihm schon gewünscht, ein Zuhause zu finden. Ist vielleicht Texas der falsche Ort für die Versteigerung? Tom ist ratlos. Es kann die Wirtschaftskrise sein. Dieses Paar hat ein Pferd gekauft, dessen Trainerin ist aufgelöst. Ich habe schon viele Pferde trainiert und sie dann jedes Mal abgegeben, aber dieser Mustang, nach unserer langen Zeit zusammen, vertraut er mir. Wir waren doch immer zusammen. Und jetzt muss ich doch Goodbye sagen. Vielen der Cowboys und Pferdeflüsterer fällt es schwer, sich jetzt von ihren Wildpferden trennen zu müssen. Selbst Anessa will trotz ihres Misserfolges ihren Mustang für eine Schülerin kaufen. Auch Robert will Artista inzwischen unbedingt behalten, wenn er sich das leisten kann. $2,000 hat seine Mutter ihm inzwischen telefonisch als Darlehen versprochen. Der Nervenkitzel beginnt. 1400, 1500. Robert bietet ein letztes Mal selber mit und bekommt den Zuschlag. Riesige Erleichterung. Sie haben uns geholfen, wir haben ihn. Robert stellt sofort einen Scheck aus. Die Veranstalter wussten, dass er und Madeleine ihren Artista unbedingt behalten wollten. Sie haben Robert daher schnell den Zuschlag gegeben, als es knapp wurde, erklärt Madeleine. Jetzt können sie ihren Artista mit nach Hause nehmen. Wenige Bieter, niedrige Preise, fasst Anessa die Veranstaltung zusammen. Naja, ein paar haben ein Pferd mitgenommen. Haben sich ihre 100 Tage also gelohnt, fragen wir? Ja, die Wildpferde sollen ja nicht getötet, sondern in Freigehegen gehalten werden. Und dafür reichen die Steuergelder doch nicht. Ihr Wettbewerb hat, trotz aller Rückschläge, Werbung gemacht für die Mustangs im amerikanischen Westen. Ob es reicht, um das Leben Zehntausender dieser Pferde zu retten, wird sich zeigen.